Chaos für Anfänger, Staffel 2, zurück in die Schule. Jetzt mal ehrlich. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chaos für Anfänger. Jetzt mal ehrlich. Was geht ab? Wenn ihr noch nicht die 5-Sterne-Bewertung angemacht habt, dann werdet ihr das jetzt mal tun. Mhm. Weil jetzt sind ja hier auch schon ein paar Folgen reingeflogen und die Bewertung ist noch nicht da. Wir haben es ganz genau gesehen. Wir wissen es, dass du es nicht getan hast. Deswegen lasst jetzt 5 Sterne da, sonst haben wir auch bald kein Studio mehr. So, jetzt kannst du ja mal, sag mal. Was soll ich denn sagen? Ja, sag doch mal, was haben wir denn heute hier so Schönes vorbereitet? Leute, heute ist ein wunderschöner Tag, weil heute haben wir einen neuen Gast hier. Einer, der vielleicht nicht immer ganz der Bravste war und deswegen heute ein bisschen nachsitzen muss. Magst du dir mal vorstellen für die Leute, die ich vielleicht noch nicht kenne? Was geht ab? Ich bin Tim, mache auch ein bisschen Social Media, ein bisschen TikTok, deswegen wurde ich, glaube ich, eingeladen, weil sonst bringen die mich weiter, glaube ich, nicht so gerne. Ja, du bist ja bei TikTok mögen. Wegen der Reichweite. Ist ja klar, Deutschlands schönster TikToker sitzt hier bei uns, ich glaube es nicht. Mann, ich werde rot, hör auf. Ich bin auch groß geworden, du musst mich gar nicht treffen. Also das ist nicht mal dich? Ich so, Jenny. Nein, wie meinst du sonst? Ja. Du redest du so in der Zim? Ja, hör mal. Ey, nein, er ist hier. Schön, dass du hier bist. Ey, ich freue mich so krass, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin echt maximal nervös, Freunde. Aber... echt, jetzt brauchst du nicht so tun. Er hat gerade ungefähr 20 Mal vor der Folge gesagt, Leute, ich bin aufgeregt. Ja, aber das war ja natürlich auch Cam. Du so, echt? Ich habe meine eigene Stimme gehört, ich dachte mir, ich will wieder rausgehen. Du hast noch nie im Internet so richtig gesprochen oder so, ne? Ja, manchmal Kooperationen und so habe ich schon mal geredet. Aber so auf TikTok gar nicht? Doch, auch so Get Readys und so, aber nicht so, ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, so, okay, ich rede jetzt mit euch. Ja. Gab's noch nicht. Aber, doch, TikTok-Livestreams. Ja, okay, Livestreams, ja. Okay. Ja, das ist aber auch erst später angefangen. Aber hast du auch später ja, genau, angefangen, ja, später. Ne? Das war auch erst ganz später dazu. Und auch nicht regelmäßig, so ab und zu, wenn ich schon gesagt habe, okay, cool, oh, okay. Bockt schon, ne? Da gehe ich immer rein, ärgere dich ein bisschen. Ja, stimmt. Ich war auch am Anfang, weißt du? Ja. Immer in der Dusche, Jerry, und so. Ey, das ist meine Leidenschaft. Das diese TikTok-Livestreams machen Spaß. Ja, macht ohne Mann. Machen wirklich Spaß. Geben dir was zurück, ja, 100%. Kollege. Ja. Wann hast du TikTok eigentlich angefangen? Weil dann ging es ja auch, also man muss ja ehrlich sagen, es ging von dir gefühlt von heute auf morgen auf einmal Fame. Ja, das war so, ne? Wirklich Überforderung des Grauens. Ja, ich glaube vor knapp 2 Jahren. Ich hatte mal eine halbe oder ein Jahr Pause, weil ich dann eine Freundin hatte und ich dachte so, also ich habe es von mir selber gesagt, so, okay, passt nicht so richtig, ich will so, ich konzentriere darauf und so. Und dann ging es langsam wieder zu Ende und dann habe ich wieder angefangen. So, ich merke gerade, jetzt läuft es schlecht. Boah, jetzt mal wieder so ein TikTok-Sound wäre auch nicht schlecht. Es war wirklich gar nicht von ihr aus, weil ich war so, ey, ich will das nicht so. Und dann. Aber genau. du hast TikTok quasi, also so Corona-Produkt? Ja. In der Corona-Zeit angefangen? Also davor war dieses so, da hatte ich glaube ich 50.000 bis 80.000. Und dann die Pause und dann habe ich nochmal angefangen und dann, bam, Corona-Zeit. Das war total. Es gibt auch viele Accounts, die da explodiert sind. Aber ja. Ich glaub, ne? Jetzt sitzt er hier. Aber wie kam es damit klar? Also, das war ja, also ich denke, so stelle ich mir das immer vor, wenn das von heute auf morgen, also es war ja gefühlt von heute auf morgen, es war ja trotzdem ein bisschen Zeit dazwischen. Ja, klar. Aber es war ja so, von heute auf morgen, also ich sage immer so, du bist ja in deinem Privatleben ja auch jemand gewesen vorher, ne? Aber ich finde, in dieser Bubble bist du von heute auf morgen jemand geworden einfach. Oder Leute wollten, dass du jemand bist und fragen oder so. Wie war das für dich so, das vom Gefühl her? Unglaublich. Also es ist, das Ding ist halt, Leute, die damals geguckt hast auf YouTube. Weißt du, du bist da hingekommen und dann so, oh mein Gott, der ist da, aber dann merkst du selber, okay, ich bin auch gefühlt so ein bisschen irgendwer, deswegen darfst du jetzt nicht so crushen auf alle oder darfst nicht hinrennen und Fotos machen und so und das Digga, ist ganz normal. Das kennt ihr auch, oder? Ja, ja. War so oft schon da in Köln, mach dir mal keine Sorgen. Das kann nicht sein und ich dachte, also heute noch, ne, ich war auf dem, EA-Event, jetzt vor ein paar Tagen. Echt? Es war so FIFA-Event. So. Ach krass. Genau, ach, es war richtig. Nee. Ja, nee. Ja, ja, ja. Ach, krass. Nee. Das war krass. FIFA-YouTuber. Mhm. Und, ja, ja. Und da war halt Willi. Nee, nee. Da war Willi. Ah, und, du hast ein Bild mit dem gemacht, ne? Ja, ja, ich fand ihn so cool. Ist Willi. Und da war mir jetzt auch scheißegal. Ich hab mir gedacht so, Alter, ich finde den einfach cool, den mach ich mir jetzt in meine Story. Ja. Weil vorher habe ich schon mal gedacht so, mach's lieber nicht so, weil du willst ja auch, du bist so, aber keine Ahnung. Wer ist Willi, aber? Kennst du Willi, Sydney und Eli? Das sind so Streamer. Eli kenne ich beim Hören aber nur. Wer ist Eli? Eli Geller. Der größte Twitch-Streamer. Wie sieht er aus? Weiß ich nicht. Was macht er so, für Content? Fortnite, ne? Fortnite, genau. Ja, ja, ja. Eli ist bekannt für seine Fortnite-Let's Plays. Klar, klar, klar. Und FIFA auch wahrscheinlich dann, ne? Nur FIFA. Ja, und viel Talking und viel und so. Also ja, und halt auch witzige Storys mit seiner Freundin. Bei Socials waren wir doch bei. Ja, stimmt. Da war er doch dabei. Ja, stimmt. Ja, Mann. Da habe ich ihn gesehen. So klein, ist kleiner auch, ne? Kleiner ist er, glaube ich. Der kleiner? Wie wir, oder? Ja, also klein. Du bist schon größer als wir, ne? Ja, du bist ja, schon viel größer. Ja. Ja. Nee, aber ey, zu diesem Fan-Moment, ohne Scheiß, hatte ich auch. Und also, den allergrößten hatte ich zu meinem Geburtstag im Flamingo. Ich sag dir jetzt wirklich eine Sache, das war für mich
Das war das Nonplusultra einfach. Ich bin so gespannt. Wir waren da mit meiner Familie und also meine Oma war auch da im Flamingo und so. Und dann musst du dir vorstellen, waren Dortmund-Spieler da. Und es war nicht nur ein Dortmund-Spieler da, sondern mehrere. Oh. Darunter war auch einer Mats Hummels. Ja, das wollte ich sagen. Die waren dort im Flammes. Den kannte ich auch. Und dann denke ich so, pass auf, ich so, boah, das war schon krass, weil ich war noch nie so nah an denen dran wie in diesem Moment so. Und dann auf einmal steh ich so bei meiner Familie und so und wir standen alle da und dann stand Schlotterbeck genau hinter uns. Und dann habe ich gesagt so, ey, ich muss jetzt hingehen. Mhm. Ich so, ich muss, also klar, auch schon ein bisschen was getrunken und so, ne? Ja, klar. Und dann denke ich mir so, gehst jetzt hin. Dann bin ich hingegangen und dachte mir so, frag ihn jetzt einfach ein Foto. Jerry, reiß dich zusammen. Einfach nur, hey, was geht ab? Kann ich ein Foto mit dir machen? Geh wieder. Ich geh hin, sag so, hey, was geht ab? Er guckt mich an und sagt, ey, was geht ab? So, und aber so ein Blick so von wegen so, ich kenn dich. Und ich so, ich konnte es gar nicht sortieren so. Und ich sag so, ja, und dann sag ich so, ich wollte so direkt sagen, so, ey, kann ich ein Foto mit dir machen? Und er sagt so, ey, ich kenn dich. Und ich schwöre dir, in dem Moment drehe ich mich zu Flotti und meiner Familie um, weil ich habe schon ein bisschen was getrunken und sag so, Leute, er kennt mich. Und ich sagte, es war so unangenehm, weil einfach Schlotterbeck kannte mich. Er sagt so zu mir, ich habe dich immer bei Köln geguckt, ich habe dich übergefeiert und so. Und ich denke mir so, was? Das ist so random. Junge, wie ist das machbar? Wie ist das machbar? Wahrscheinlich denke ich mir, er sitzt wahrscheinlich zwischen Training und Training zu Hause und guckt Köln und sagt, boah, geiler Typ. Cooler Typ. Digga, ich bin, und du reißt dich gerade so zusammen, dass du den fragen willst nach einem Foto. Das ist ein unglaublicher Moment. Oder? Jetzt stell mal vor. Also Schlotterbeck kann ich jetzt nicht verstehen, so, aber. Kollege, ganz ruhig. Okay, das war geisteskrank, wirklich. Bei Fanboy-Moment sind, da hatte ich meinen. Und das war, das ist immer noch, da komme ich noch gar nicht drauf klar, ne? Wenn ich daran denke, habe ich wieder Herzrasen. Auf dem Vincent Weiss Konzert hat Vincent Weiss einen Song, hat er mit mir. Dann wieder so ein gelabert Scheiße. Nein, schon wieder. Wir hatten einen Augenkontakt, während er auf der Bühne stand und er hat gesungen für mich. Chöre. Das war so ein, Mann. Das war mein Moment. Das ist so respektlos, Vincent. Wirklich. Du bist so eklig, aber wirklich. Weißt du, warum er das sagt? Warum? Weil wir bei Vincent Weiss waren. Wir waren auf dem Konzert von Tom Twerst, der war da. Genau, und der hat vorgespielt, ne? Ja. Und Jerry meinte so, boah, ja, Vincent Weiss, mein Lieblingssong von ihm, man kommt eigentlich Chöre. Hast du auf Ernst gesagt? Auf Ernst, ja. Und Chöre ist ja natürlich nicht von Vincent Weiss, sondern von Mark Foster. Das war so unangenehm, weil ich habe das so mit so einem Elan gesagt. Und dann spielt ein Song von ihm und ich dachte, das ist jetzt Chöre. Und ich fange so an, ja, Chöre. Hast du immer noch dran geglaubt? Alle gucken, ich war voll fest der Überzeugung, dass der Song von ihm ist. Er hat so angefangen mitzusingen, so. Wer friert uns diesen Moment? Und da wusste ich, Jeremy. Reicht. Das war's. Das war's jetzt für dich. War unangenehm, Mann. Was willst du machen? Ja, passiert. Aber würdest du sagen, so, wenn man sagt, so, man trifft seine Idole, also das Ding, wenn du ja, wenn Zuschauer dich treffen, ist ja immer sowieso ein crazy Gefühl. Also ja. Für mich zumindest immer, ne? Ja. Aber ist es für dich so, weil die Leute kennen dich ja auf TikTok, würde ich ja fast behaupten, also ja, weniger eher für den Tim, ne? Sondern eher für, die, also, dass du gut aussiehst, das weißt du wahrscheinlich auch selber, ne? Das, nein. Das würde ich so machen. Was soll ich sagen? Ja, ich würde auch von mir sagen, dass ich gut aussehe. Oder aber muss jeder sagen, finde ich. Ja, ich find, jeder muss es irgendwie sagen. Ich muss ein bisschen sagen, ich habe ein bisschen so ein kleines Problem damit, mit mir selbst, weil ich mir denke, feiern die mich jetzt nur, weil ich gut aussehe, oder feiern die mich auch, weil die mich mögen? Das habe ich manchmal so einen Konflikt mit mir selbst. Ja, es kommt immer darauf an, was du halt für einen Content machst. Wenn du halt nur Content machst, wie du gut aussiehst, sollen die es denn so mögen? Weißt du, bei mir ist es halt so. Ja. Deswegen weiß ich das so ein bisschen so. Aber war das beabsichtigt oder würdest du das ändern wollen? 100% ändern wollen, weil ich glaube, meine Personalität ist schon cool. Ich glaube, ich finde schon cool irgendwie. Ja, ja. Das wäre auch meine Frage gewesen, wenn du dich so beschreiben müsstest, vor allem als mit persönlichen Eigenschaften, so wie würdest du dich beschreiben? Boah, auf jeden Fall, soll ich so ein bisschen negative Sachen sagen, weil sonst. Nee, das andere. So, ich bin unordentlich, hübsch, ganz schlau, lustig. Ja, Mann, ja. Nee, ich bin auf jeden Fall ein sehr unpünktlicher Mensch. Leider. Ich hab's heute sehr gut geschafft, muss ich sagen. Stimmt. Aber weil ihr auch mal. Ja, genau, deswegen bin ich pünktlich gewesen. Ja, du warst deswegen Wärst du sonst pünktlich gewesen? Ja, doch, ich hab mich schon zusammengerissen. Okay. Weil sowas mir schon so wichtig, aber wenn man sich so mit Freunden trifft und so, dann. Ist mir nicht wichtig, da komme ich halt zu spät. Ich bin immer für einen Joke zu haben, also ich bin immer positiv drauf und witzig. Also würde ich jetzt sagen, ich bin immer, also ich lache immer viel und so, ich habe eine gute Energie, würde ich sagen. Das ist so ein Ding. Ja, das war es eigentlich auch wieder. Nein, ich muss dir jetzt ehrlich sagen, da habe ich auch schon mit Nord drüber gesprochen und so, aus der
Bubble, sage ich jetzt mal aus Köln, bist du definitiv einer der sympathischsten Menschen, die wir so kennengelernt haben. Mhm. Definitiv. Ernsthaft. Ich freue mich auf jeden Fall. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir würden ihn super gerne bei uns im Podcast haben, damit er auch mal zeigen kann, was er eigentlich für ein korrekter Mensch ist, weil das sieht man bei dir auf TikTok nicht. Nee, bei dir sieht man auf TikTok, ja, der sieht gut aus, macht mit anderen TikTok Sounds und so, aber die Menschen haben keine Ahnung, dass man richtig viel Spaß mit dir haben kann und so. Das ist echt, das ist krass. Boah, das ist sehr süß. Das, nee, sehr ist schön, das sind wirklich schöne Worte. Das sind sehr schöne Worte. Ich freue mich jedes Mal, von Anfang an. Mir geht's auch. Ich weiß. Ja. Immer wenn wir uns sehen, die Energie ist direkt da. Das Weil ich merke aber bei Menschen, wo ich das fühlen kann, wo ich weiß, okay, die sind ähnlich wie einer selber oder man hat irgendwas, was einen so verbindet, finde ich. Und das ist halt, finde ich, sehr selten geworden. Oder generell sehr selten in dieser Bubble vor allem, dass da überhaupt jemand findest, der ehrlich was sagt, weißt du. Das Problem, oder nicht das Problem, also das Ding bei mir ist so, ich sehe mich nicht als irgendjemand, der irgendjemand ist. Mhm. Ich sehe mich einfach, ich lerne neue Leute kennen und ich habe mir den Spaß. No joke, mir ist das nicht im, das ist mir nicht im Kopf drin. Kurz, vernuschelt, Digga, komm. Ja, kein Problem. Deswegen bin ich einfach ganz normal, so wie ich bin. Jetzt sag mal, also dieses sich so auf Krampf verstellen die ganze Weile, also ich rede jetzt nicht auf Social Media, sondern privat, irgendwann fliegt das auf. Also du kannst dich so krass versuchen zu verstellen, um anderen zu gefallen und das cool zu machen und fein. Du machst hier und da lachen und da. Dann gehst du damit hin, weil du denkst, okay, das macht mich mehr zu denen. Und so am Ende kommt deine wahre Persönlichkeit irgendwann raus, früher oder später, denke ich. Also, ja, irgendwann fällt halt die Maske, ne? Ja. Irgendwann ist es dann so, du kannst noch dreimal irgendwas sagen und dann sagt er so, oder komm, lass sein. Weißt du, und irgendwann merkst du auch einfach, diese Energie, sich zu verändern, ist nicht mehr da. Die ist nicht mehr da. Ja. Also weißt du? Wie meinst du? So, ich war jetzt feiern. Hier, ne? Und es waren so viele Menschen da, die ich eigentlich nicht mag, aber wenn ich dann im Feiermodus bin und trinke und so. Im Flamingo. Ja. Und ich weiß, ich darf es nicht haten, das ist euer Ding so. Aber ich muss sagen, es ist schlimm, da nüchtern hinzugehen. Ja. Es ist da schlimm, nüchtern hinzugehen. Wir haben gerade eben darüber geredet, wir drei. Und ich konnte nicht. Ich war 2 Stunden da, aus Nettigkeit, weil Freunde von mir da waren, die wollten das sehen und so. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich kann nicht hier sein, wenn ich nicht was getrunken habe. Und ich kann nicht so tun, als wäre alles prima und keine Ahnung was. Aber würdest du auch schon sagen, dass du generell in der Social Media, also ob das Festivals sind, ob das Events sind oder so, dass so Alkohol schon immer sehr krass präsent ist? Also ich sage mal, ich habe bei mir gemerkt, seitdem ich in Köln wohne und dieses Social Media so aktiv betreibe, also so wirklich viel unterwegs bin, dass da so Alkohol extrem verherrlicht wird einfach so. Du bist überall und über hier ein Glas, da, komm, trink mal hier, trink mal da. Gar kein Problem, also keiner, du kommst... Besser an Alkohol dran als an Essen. Also, ja, ich schwöre. Wirklich. Ja. Das ist wirklich ein bisschen traurig, wenn man darüber nachdenkt. Mhm. Weil wir sind auch so, das wird normalisiert. Ich gehe da hin und denke mir so, wo gibt es denn hier ein Bierchen? Ich Kölsch haben wir ein Kölsch. Joe, gibt es da Sekt eigentlich? Willkommen. Ich bock auf Sekt heute. Es ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Es ist halt eigentlich auch hart traurig, wie du schon gesagt hast. Aber es ist irgendwie so, ich glaube, dass viele Firmen, also wenn wir jetzt mal so auf Events gehen und so, die denken wahrscheinlich auch, hey, wir müssen den Leuten was bieten und so. Und ich glaube, es gibt kein Event, wo wir hingehen, wo irgendein Beschäftigter sagt, hier gibt's keinen Alkohol. Mhm. Nee. Wird's nicht geben. Aber sag doch mal, wenn du einen Influencer irgendwo hinbestellst, Influencer machst du eigentlich mit 3 Sachen glücklich. Es gibt free Essen, es gibt free Alkohol und er wird auch noch bezahlt dafür, dass er einfach da ist. Und dann sind die einfach glücklich. Also Jackpot-Abend. Dann halten die auch den Mund und die machen, was sie machen sollen und das ist toll. 100%. Da freue ich mich auch immer auf diesen Abend. Finde ich auch. Das sind einfach schöne Freunde. Da triffst du Freunde und dann geht's ab. Das ist einfach schön. Und dann bekommst du Geld dafür. Das ist doch super. Das ist und super. Das sind die Abende, wo du dann im Flamingo landest, die dann gut sind. Ja. Weißt du? Flamingos, wir haben eine Bibliothek. Wir nennen es einfach Bibliothek. Ja, Bibliothek. Weil wir sind ja hier in der Schule. Grüß an Nico. Ja, Flamingo ist eine Bibliothek, ne, wo man sehr viel lernen kann. Mhm. Über Menschen auch. Ja. Gibt es auch Menschenbücher. Da gibt es eine tolle Klofrau. Ja. In der Bibliothek. Hä, in der Bibliothek gibt es auch Klos. Ja. Nein, was? Das hast du mich wieder so dumm dargestellt. In der Bibliothek? Studierst du eigentlich? Pause! Jimmy, ich muss dir was erzählen. Nee. Nein, nichts. Ah, ich halt hör mich mir fest. Zu. Hör mir zu. Ja, mach ich. Ich war letzte Woche mit meiner Oma und wir haben Fernsehen geguckt und du glaubst nicht, was das Thema der Woche ist. Sag mal. Schick im Strick. Nee. Doch. Schick im Strick, hör mal. Und rappen, was ich anhab. Das ist doch so Fleischstrick. Ja, von Uniqlo. Ja, und guck mal, ich hab nämlich was auch bei dir geklaut. Das ist. Du warst in meiner Wohnung? Ja, ich hab extra nochmal mir das auch aufgeschrieben. Extra feine Merino-Wolle ist das nämlich. Ja, den habe ich gesucht in einer Woche. Ja. Und Uniqlo hat sogar noch, warte, lass mich kurz auf den Zettel gucken. Jeremy, nicht was? Spicken. In der Schule hat man auch gespickt, jetzt merkt keiner. Ist Kaschmirstrick haben sie auch und Lammwolle. Mhm. Ja, und weißt du was, sogar die Leute können sich das auch kaufen gehen, selber. Im Uniqlo da meinst du? Oder online? Mhm. Ja. Also meine Freunde, wenn ihr auch Bock habt auf so einen geilen Strickpulli, dann ab zu Uniqlo. Hopp, hopp. Wir sind zurück aus der Pause. Aber warum lacht ihr so? Ich check's nicht ganz. Hä?
Das war eine Insider-Story. Was? Wir haben kurz über alte Zeiten geredet. Alte Zeiten? Ja. Wir hatten einfach zusammen eine lustige Produktion. Ja. Ja. Der Rest ist auch nicht so wichtig. Ey, ich find's kacke, Mann. Ich weiß nicht, worüber ihr redet. Ihr hättet mir doch gerade erzählt. Nein, aber nicht on cam. Ja. Wir sprechen das hier nicht aus. Das kann ich nie aussprechen. Nein, wir haben drüber geredet, dass das Mikrofon groß ist. Ganz kurz. Es ist ja kein Geheimnis und ich glaube, das wissen viele. Du bist eine Maschine, bis zum Umfallen. So. Seit wann? Warum kriege ich immer Komplimente die ganze Zeit? Könnt ihr auch was Schlechtes sagen gegen mich? Ja, aber was sollen wir denn Schlechtes sagen? Was dachtest du, dass wir jetzt hierher kommen? Was sollen wir sagen? Nein, Spaß. Also jetzt mal ernsthaft, wie lange machst du das denn? Was? Weil ich habe schon überlegt, so. Im Gym. Immer, so. Ich sag dir jetzt eine Sache ehrlich, wenn du so, du machst manchmal postest so dein Formcheck, Update, ne? Ja. So dein Formcheck. Ich guck mir das dann so an und denke mir so. Ich stell mich mal im Spiegel und dann gucken wir mal, was vielleicht gleich ist. Nee, Ohrläppchen sind gleich bei uns vielleicht. Weißt du, ich hab mal so ein Toxic Trait heißt das, wenn ihr das kennt. Also du wahrscheinlich eher. Weißt du, was das heißt? Ja, natürlich weiß ich, was das heißt. Heißt das? Nur weil ich ist wieder. Was, okay, was nein, dass ich mich schlecht fühle in dem Moment. Nee. Natürlich. Nein. Mein Toxic Trait ist, dass ich denke, dass ich etwas genauso gut machen könnte wie die andere Person. Zum Beispiel, er ist voller Muskelbodybuilder. Und ich denke, oder zum Beispiel. Wenn du so einen Tanz-TikTok siehst, dann ist mein Toxic Trait, dass ich denke, so, das ist ein professioneller Tänzer, easy, schaffe ich das in 2 Sekunden auch zu lernen. Das ist mein Toxic Trait. Und wenn ich das sehe, solche Bilder, denke ich mir so, hey, ja, das ist doch alles gefaked, das kann ich auch. Das ist alles nur gut gepusht. So, hey, ist nur Licht. Und dann denke ich, es ist immer nur Licht. Push-up. Ja. Nee, wie lange machst du das jetzt, ehrlich? Jetzt im Dezember 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Aber das auch so durchziehst du? Ja, ich muss sagen, ich ziehe sehr, 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 sehr durch. Also, das ist Priorität Nummer 1 in meinem Leben. Ich esse wirklich strikt. Aber das einzige Problem ist halt, Freunde, Alkohol in dieser Bubble ist nicht gut. Das ist stimmt so. Also ich trinke, ich hab mir nie verboten, Alkohol zu trinken. Mhm. Weil, ich mag das wirklich. Nicht zu viel, Leute, natürlich. Aber vorsichtiger Konsum. Genau, Drink Responsibility. Genau. Aber das bremst mich auf jeden Fall. Aber ich hole trotzdem das meiste raus und ich liebe das. Ich liebe das zu sehen, wie man sich verbessert und so, egal in welcher Hinsicht. Würdest du, wenn du jetzt eine Freundin hast? Ja. Ich weiß, was du fragen willst. Ja. Was würdest du sagen? Ich würde schon gerne, dass sie auch ins Gym geht, ja. Ja? Und wenn sie sagt, aber also, gar keinen Bock? Also, das ist jetzt nicht so, wo ich sage, so, oh mein Gott, das ist ein krass Privileg, du musst das 100% machen, aber irgendwas mit Sport am Hut zu haben, auf jeden Fall. Mhm. Also, weil sonst sind die... Oh, Angeln ist ja auch ein Sport. Ja, oder wie wär's so mit Fortnite spielen, ist ja auch E-Sport. Fortnite, ja, kommt so an, genau, wie gut. Dann, okay. Weißt du? Wenn sie gut bauen kann, ist sie am Start, ne? Dann bin ich ja ganz machen. Raus, ne? Komplett raus? Das noch nie, also ich hab das mal bei Jerry, haben wir das mal zusammen gespielt irgendwo? Nee, da hab ich. Ich glaube, jeder Junge, außer Noah auf der Welt, hatte diese Phase, dass man Fortnite komplett geliebt hat. Guck mal, ich habe nur eine Konsole gehabt, das war eine Xbox 360. Da habe ich Lego Harry Potter drauf gespielt und Lego Indiana Jones. Aber auch gute Games. Die hat sich auf dem Dings. DS? DS, ja, Mann. Ich war mein Gott, Schulzeit. Leute, Schulzeit, da sind wir doch drin. Legendär. Nein? Doch, du hast doch Mario Kart auf dem DS gespielt. Auch nicht. Was? Da habe ich gespielt, aber ich habe das nicht so übertrieben krank gespielt, so oft. Boah, ich hab's gegrindet. Mario Kart? Auf Nintendo, Klassenfahrt? Auf Nintendo, safe. Auf Nintendo DS habe ich gespielt, Nintendo Pets, Nintendo Dogs. Du warst immer Cross, ich war immer Animal Crossing. Locker, du hast auf dem Handy nur Po, oder wie das hieß. Po? Puh, ja. Ja, aber Tamagotchis waren krass auch. Hatte ich nie. Ich auch nicht. Ist nicht eure Zeit? Ja, du bist älter, hab ich gehört. Du bist ja auch ein ganzes Quartal älter als wir. Ey, die Leute im Podcast denken, ich bin 21, ne? Also, echt jetzt? Ja, oh, ja. Ja, knapp. Bist du älter als ich eigentlich? Mach nochmal eine 10 dran. 22. Ihr kennt keine Tamagotchis? Natürlich kenne ich die. Habt ihr nicht gehabt? Nee, auch ein Tamagotchi. Tamagotchi nee. Gehabt. Ich hatte einen, aber ich hab das so, ich war nicht in der Hype-Zeit, aber ich hab mir auch mal einen geholt, zum Blauen. Wie gesagt, als Kind war ich halt lustig, süß war die. Auf der Straße und hab dann mit dem Ball gespielt. Hast du wirklich lange. Fußball? Ich muss sagen, 6 Jahre, aber bis ich 11 war und dann habe ich halt meinen richtigen Sport gefunden. Achso, dann hast du quasi bis 11 hast du dann irgendwann entdeckt, so ey, ich geh ins Fitnessstudio. Fußball ist echt nicht so mein Ding. Fußball ist nicht so mein Ding. Ich überlassen. Nee, wir wollten eigentlich auch voll oft schon spielen, so wir schreiben die ganze Zeit so, ja, lass mal spielen gehen. Ey, bist du gerade in Köln, lass mal spielen? Ey, ich bin gerade in Berlin. Andersrum, ey, wollen wir spielen gehen? Ey, ich bin gerade in Berlin. Ja, okay, man muss auch sagen, 1-2 Mal habe ich abgesagt, weil ich halt unzuverlässig bin. Sagen, wie gesagt. Aber das ist mir aufgefallen, bin ich aber auch geworden. Ja. Also ich würde schon von mir behaupten, dass ich so in das letzte Jahr unzuverlässiger geworden bin. Nicht bei allen Menschen. Du ziehst nicht dazu, hast du Glück gehabt. Das ist das letzte eigentlich, wo ich da, aber so wenn ich an meine Freundin Dürren denke, so ist es mir auch mal richtig doll. Also jetzt mal kurz Entschuldigung, Leute, ich liebe euch.
Aber das ist voll schwer, finde ich, auch wenn du so zwei Freundeskreise. Ich finde, Berlin ist ja nochmal, du wohnst ja nochmal, das ist ja nochmal eine Entfernung, weißt du, aber ich könnte nach Düren in einer halben Stunde fahren. Mhm. Und wenn ich dann hingehe und dann will ich halt zu meiner Oma gehen, will ich auch zu meiner Mama fahren. Und dann habe ich mal meine drei Freundesgruppen, mit wem bediene ich jetzt zuallererst? Und sage, ja, wir treffen uns alle. Und dann, wie ich auch bei eBay Kleinanzeigen letztes versucht habe, dann habe ich halt beiden zugesagt. Und dann vergisst du halt einfach jemanden dann abzusagen. Und dann sind die böse und so. Das verstehe ich schon. Das ist mein Ding, wo ich auch gerade dran arbeite. Funktionieren die Gruppen gar nicht, nein. Gar nicht zusammen? Nein, das ist voll schwierig, okay. Wirklich. Okay. Also meine beste Freundin Shirin, ne? Aber hat Beef mit den ganzen anderen allen, nein, deswegen können wir alle nicht zusammen. Shirin kann nicht mit den anderen, das geht gar nicht. Und mit den anderen auch erst recht gar nicht. Deswegen kann ich mit Shirin nur was machen zusammen oder mit Shirin und einer anderen Freundin. Aber das zu dritt geht das, aber nicht mit den anderen. Ja, aber ich muss mir auch immer anhören, dass ich bin zu cool geworden und so. Wenn ich, also wie Noah auch schon sagt, ich kann das ein bisschen verstehen, dass wenn man in die Heimat kommt, dann denken die also sofort, ich bekomme Anrufe so von wegen, ja Junge, bist du dumm, warum meldest du dich nicht bei uns? Mhm. Wo ich mir erstens denke, du warst noch nie in Köln bei mir. Ja. Noch nie. Also warum sagst du das jetzt zu mir? Und auf der anderen Seite denke ich mir aber so, die meinen es ja nicht böse, die wollen dich ja treffen. So, weißt du, was ich meine? Die wollen ja Zeit mit dir verbringen. Aber ich bin dann auch eher der Typ, wenn ich nach Berlin fahre, will ich zu meiner Familie. Mhm. Also ich fahre nach Berlin, um bei meiner Familie zu sein. So. Ist einfach so. Deswegen, ich kann beide Seiten verstehen, aber nee, ich find's scheiße, dass ihr so seid. Ganz einfach. Ist einfach ja. So. Hat sich das bei dir verändert mit Fame und Freunde? Gar nicht. Echt nicht? Geil. Gar sehr nicht, geil. Gar nicht. Also ich hatte immer einen engen Freundeskreis und also die Jungs, ich liebe die immer noch mehr als, also tut mir leid, aber als alle, die ich jetzt so getroffen habe von Social Media und so weiter. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt, also Jan, ich muss kurz über Jan reden. Sehr, sehr gerne, weil das ihr seid wie wir so ein bisschen. Ja, ne? Wirklich, dass ihr den auch nicht eingeladen habt, finde ich jetzt doof, ne? Ja. Nein, frech von uns. Alter, spannend. Jan, ich liebe diesen Jungen und das ist der einzige Mensch, der es geschafft hat, von dieser Social Media Bubble rüberzukommen in meine Homie. Krass. Er ist mein Homie, wirklich. Also, das ist wirklich krass. Ich krieg ein bisschen Gänsehaut gerade, sag ich. Das ist schön, das ist schön. Ja, nein, das ist wirklich schön. Sag ruhig, sag in die Kamera. Sag's ruhig. Lieb dich, Digga. Oh. Ey, das ist genau das haben wir auch. Ja, das ist halt das Ding. Aber trotzdem, wie gesagt, wir haben eine Jungsgruppe von TikTok. Wir haben immer eine Gruppe, wir schreiben immer rein. Wir sind wirklich sehr aktiv gerade auch. Die fangen an zu streamen, die Jungs und so. Mhm. Und die liebe ich auch vom Herzen. Wir haben nur gesehen, wer jetzt anfängt zu streamen. Ja. Matteo vielleicht? Nein, das war Jan. Okay. Sorry, John. Ja, also das hat sich gar nicht verändert, muss ich sagen. Da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Mhm. Ja. Aber das ist cool, das ist ehrlich cool. Bei euch? Ja, bei uns, also, wo ich nach Köln gekommen bin, ich kannte keinen. Also, wo ich wegen dem Job nach Köln gegangen bin, ich kannte niemanden und nur Noah, aber auch nur übers Internet. Also, wir haben uns nur vorher schon übers Internet kennengelernt, weil wir haben so gemerkt, so, wir haben auf einmal so, da war ich noch in Berlin, wir wollten uns ein Airbnb nehmen und einen Monat so Content-House nur zu zweit machen. Okay. Wir haben auf einmal gemerkt, ey krass, wir haben den gleichen Drive, also wir haben so die gleiche Richtung, wo wir hinwollen und so. Und das habe ich auch bei niemand anderen bisher so gehabt. Diesen, wo ich gespürt habe, der hat den gleichen Drive wie ich, so diese gleiche Illusion. Ja, und das hat sich bis jetzt so durchgezogen, was, wie du schon sagst, er hat es auch geschafft, so richtig in meinen Freundeskreis auch reinzukommen. Ich verstehe mich mit vielen anderen auch gut. Kein Problem. Also auch gar nicht böse gemeint und so. Sehr gut. Auch sehr gut. Aber ich würde nie sagen, bei manchen, ich würde dir jetzt alles aus meinem Leben erzählen. Genau. Weißt du, was ich meine? Und erst recht nicht in dieser Bubble, bin ich ehrlich. Ja. Digga, so viele Fehler schon dumm. Gemacht. Ja. Wer ist dumm? Ja, ich war sehr dumm. Ja. Kannst du einen Fehler sagen, was du so gemacht hast? Ohne Namen zu nennen oder so. Ja, das ist der witzigste Fehler, den ich jemals gemacht habe. Ja. Damals 24 Tims Geburtstag. Ein Jahr her, genau ein Jahr. Das verfolgt mich bis heute noch. Oh. Ich war wirklich sehr, sehr betrunken. Und, dann hast du so ein Interview, ihr kennt das, oder? Kennst du das? Yeah. Ja. Ah, von Tim Rasch? Ja. Ach so. Nein. Ach ja, stimmt, ja. Und dann habe ich ein bisschen ausgeplaudert, dass ich meine Ex-Freundin vermisse oder so. Und dann gab es halt ein paar Fragen und so. Und dann habe ich noch am Ende gesagt, dass sie mich abholt und dass wir irgendwie den Abend zusammen verbringen. Ja. Ja. Aber hat es auch gestimmt? Ja, ja. Achso, sie hat dich auch abgeholt. Ja, sie hat mich abgeholt. Hast du wenigstens nicht gelogen, das ist immerhin. Nee. Nee, aber war ein bisschen. Es ging halt so 1,6 Millionen Views oder so. Danach gab es nur noch in den Suchen Tims Ex-Freundin. Und die kennt man nicht. Also das Geheimnis? Also, ja, ja. Die hat man auch zum Glück nicht gefunden. Kennt man noch, ja, genau. Okay, sehr gut. Das ist schon mal gut so. Weil du kennst ja dann die Leute da draußen, fangen auf einmal an zu suchen. Wer ist das? Wer ist genau, das ist die, die aus, der war mal 2014 mit der genau, da und genau, da. So. Genau, genau. Aber nichts gefunden. Nee, zum Glück. Deswegen. Okay, und sie macht auch ihr Ding und so. Und das wäre auch schlecht für sie gewesen. Da habe ich ein bisschen schlechte.
ja, Vorwürfe und so gehabt, aber war alles entspannt. Ja? Okay. Aber witzig irgendwie. Also im Endeffekt, jetzt ist es todeswitzig für mich. Ja, aber da hat Tim Rasch auch gut rausgeholt. Der hat da ja viele Leute gecatcht. Mann, der hat echt, ne? Ich wusste auch nicht, wie der Song heißt. So richtig peinlich. Wirklich. Wie ist denn der Song? Ja, hör mir auf, was soll ich dir sagen? Wie alt ist Tim geworden an dem Tag? 22, glaube ich, oder? Ja, das war ja krass. Das hat mich so ein bisschen auch geschockt, weil da kamen so Leute hin und fragte, ich war daneben beim Interview. Ja. Wie alt wird denn Tim eigentlich? Ja. Ach so, heute das ist Alter wusste ich, 20? Das Alter wusste ich, okay? Heute ist Tims Geburtstag? Hä? Das wäre eine gute Party. Wir machen einfach heute so mal hier. Schönen Abend. Muss sein, das ist auch ein Problem. Das ist viel Input, viel. Du gehst einfach irgendwann mal einfach hin und dann ist halt so, was ist jetzt hier eigentlich? Ja, bestimmt schon. Das kann man auch nicht böse nehmen, glaube ich, manchmal so ein bisschen. Mhm. Aber. Oh, da war schon schlimm, weil ja, er hat mich persönlich eingeladen und so. Ja, also, weißt du, das war schon echt. Aber er hat dich zu seiner Party wieder eingeladen. Ja, das ist schon wahr. Das ist schon wahr. Jonas habe ich richtig gemacht, also. Ja, Mann. Aber würdest du trotzdem generell sagen, dass du so, wenn du gerade Freundin sagst, dass dein Liebesleben, also grob durch Social Media verändert hat, aber nur? Also, dass du sagst, dass du so aufpasst, was du tust und dass du so. Ah, ja. Also, ja, so ja, in die. Ja. Also auf jeden Fall. Also, wirklich. In meinen jungen Jahren. Spaß. Mit 17, 18. In meinen wilden Zeiten. Nee, mit 17, 18 ist so die Erfindungsphase. Da geht man mal im Club, da hat man was mit Personen. Ja, ja. Komplett eingestellt. Echt? Komplett eingestellt in der Hinsicht. Random Personen. Mhm. Also, Leute, die ich nicht kenne. Ich hab das gar nicht mehr im Kopf. Wirklich, ich gehe feiern und ich hab Angst, irgendwas zu machen, weil dann irgendwas gesagt wird. So, okay, ich bin jetzt nicht der Größte und mich kennen nicht so viele und so, aber trotzdem ist das irgendwo im Hinterkopf. Man denkt so, okay, ich mach's lieber nicht jetzt, weil du weißt auch, du bist gerade betrunken, vielleicht ne, ist jetzt nicht das Beste, mach's lieber nicht. Ja, aber wie gesagt, da kamen auch in den letzten anderthalb Jahren schon ein paar Fehler hoch. Deswegen. Hey, aber also würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt feiern bist, würdest du ein Mädchen, was du irgendwie siehst, ganz nice findest, niemals im Club küssen? Das niemals kann man auf jeden Fall nicht sagen, das ist auch gelogen, so safe. Ja. Aber ich werde mich da auf jeden Fall zurückhalten, also ich halte mich da zurück. Aber wenn sie mega schön ist und mich anspricht und so weiter, dann kann das passieren. Oder ich frage halt nach der Nummer oder Instagram und so und dann wird es halt später dann nachgeholt. Ich habe mir das eigentlich auch immer fest vorgenommen, aber es hat einfach nicht so geklappt. Es ist halt dieses Ding wieder mit Alkohol und man ist excited und man liebt alle Menschen. Der Abend ist schön. Ja, ist es so. Eine schöne Sommernacht. Ja. Das Ding ist, ich bin aber da auch voll, also das Ding ist für mich eh der größte Abtörner, wenn jemand mir sagt, ich kenne dich doch von TikTok. Oh, dann wurde schreibt ja. Jemand so, und, ja, lustig, und du denkst so, boah, vielleicht ganz lustig. Und dann schreibt er immer so, ja, hi, kurz, ganz random Frage. Und da weiß ich weiß immer schon, was kommt. Mhm. Und machst du nicht TikTok, bist du nicht der Waffeln ist? Blockiert. Okay. Ehrlich, da bin ich ganz rigoros. Ich traue auch da nicht so, nee oder so, weil ich denke so, Alter, ich finde das immer voll schwierig, weil ich denke immer so, dass so auch bei Freundschaften oder wenn du generell neue Leute kennst, die dich schon vorher kennen, dass sie so ein voreingenommenes Bild von dir haben und so genau. Eine Erwartungshaltung haben, was du zu tun hast oder wie du zu sein musst. Weißt du, du musst lustig sein, du musst die ganze Zeit hahaha machen. Weißt du? Ja. So, das mache ich nicht 24/7, weißt du? Stell mal vor, du hast was mit jemandem und ihr habt jetzt Geschlechtsverkehr und er sagt so beim Geschlechtsverkehr, ey, mach mal jetzt Bibbel. Würdest du es machen? Ich würde euch anfangen zu lachen, weil dann ist er eh zu spät, dann würde ich ja nicht sagen, hör auf jetzt. Der wird sagen, so ja, wenn du es machst, dann kann ich fertig werden. Willst du es dann machen? Das ist eine gute Frage, ne? Das ist die also, Frage. Es kommt darauf an, wie gut es war. Es kommt auf an. Wenn er auf Barbie Bibbel kommt. Ey, es gibt ganz kranke Menschen, Leute. Oh mein Gott. Ich würde einfach sagen. Nein. Ich höre auf hier. Reicht's. Nein, aber hast du in der Zeit, wo du Fame geworden bist, auch selber Tinder oder sowas gehabt? Boah, Fame ist so ein komisches Wort. Man muss es ja so sagen. Ja, Leute. Irgendwie beschreiben, ja, ich verstehe ja, schon. Ja, ja. Nee, tatsächlich gar nicht. Gar nicht? Ich muss eine Sache sagen, mein Tinder ist schon blockiert. Schon vor lange. Weil es wurde irgendwie fake, ne? Angegangen. Ja, ja. Und so. Ja, ja, Mann, wie doof. Ja. Ich wollte es ab und zu machen. Mann, wie doof. Manu. Aber nicht in Deutschland. Manu, ach, das ist ja blöd. Tinder Deutschland. Richtig Mental Breakdown einfach. Ich wirklich, Mann. Im Ausland, ich probier's immer jeden Monat immer nochmal so. Nein, Spaß. Andere Namen. Nein, Spaß. Ich, Jan und ich waren im Ausland in Barcelona. Und da haben wir das halt genutzt. Weil da kann man halt gut Freunde kennenlernen auch. Es geht ja nicht immer um das eine so. Ja, ja. Nein, ihr wolltet einfach nur einen netten Abend in Spanien haben. Genau, und dann, ja. Klar. Hat es halt, der Finca. Das war nice, ja, genau. War ein nice der Abend. Das war halt so ein Ding so, und das ist halt doof. Aber sonst, ich, also mache ich nicht, nee.
ich finde es auch viel schöner, eine Frau auf der Straße kennenzulernen oder irgendwo anders kennenzulernen. So. Mhm. Als irgendwie anzuschreiben. Also ich finde es auch schöner, weil das einfach, also das Ding ist, ich würde nicht sagen, dass ich so, wenn ich jemanden richtig toll finden würde, ich glaube, ich wäre schon schüchtern auf jeden Fall, aber ich glaube, ich würde mich trotzdem zusammenreißen und hingehen so. Aber ich glaube, ich würde trotzdem Durchfall bekommen und richtig aufgeregt sein. Aber ja. Ich glaube, ich würde es machen. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich war im Gym und ich spreche selten Frauen an einem, also fast nie. Das ist gerade so ein Ding, ne? Das ist so ein Ding, dass man Frauen nicht anspricht im Gym, oder? Aber das macht man nicht, das macht man nicht. Und ich denke mir so, boah, die war aber so, es war so eine schöne Frau und eine attraktive Frau für mich. Und ich dachte mir so, komm, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist ja auch irgendwie doof, vielleicht, oder? Vielleicht ist ja auch irgendwie doof. Und dann bin ich respektvoll, die war fertig mit dem Training und ich auch. Und dann war sie auf dem Parkplatz. Beide gleichzeitig ganz komisch. Nee, aber es war wirklich, also, das war wirklich so. Jetzt machst du noch zwei Sätze, jetzt müsstest du noch einen haben. Ich gehe schnell duschen, damit ich dann fertig bin, wenn sie fertig ist. Okay, ich habe 2 Stunden gewartet. Nee, dann war sie da im Auto und ja, da habe ich sie einfach angesprochen. Das hat wirklich funktioniert und sie fand es auch sehr süß. Aber im Endeffekt habe ich dann da mitbekommen, dass sie dann darüber geredet hat, wie oft sie angesprochen wird und wie oft sie Leute abblitzen lassen hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und das ist auch manchmal nicht nett und so. Das verstehe ich komplett. Deswegen war ich auch so, wollte ich das eigentlich gar nicht machen, aber das war halt eine sehr schöne Frau. Und deswegen, wenn du mit respektvoll da rangehst, dann ist das, glaube ich. Boah, ich glaube, ganz ehrlich, bei mir, ich kann das nur mit Alkohol, glaube ich. Echt? Also ich glaube, bei mir denkt man so, boah, easy, der macht das, der geht hundertprozentig einfach hin. Aber ich glaube, ich kann das nur mit Alkohol, ja. Also ich glaube, hätte ich jetzt jemanden gesehen im Gym, der mir richtig gut gefällt, ja. Ich hätte eher den Tim Dolle-Move gemacht und auf Instagram alles abgegrast, was es gibt, ja. Um zu gucken, dass ich ihn finde. Und ich sag dir, Tim Dolle, schöne Grüße gehen raus an dich, du schaffst das immer. Ja. Er sieht einen Menschen, er könnte einen Menschen im Phantasialand treffen, ja. Auf der Achterbahn, gerade fahrend. Und er findet den Menschen auf Instagram. Tim Dolle ist schlimmer als NSA und allem drum und dran zusammen. Geistesgestört. Ich muss sagen, sowas habe ich noch nie gemacht und ich habe gar keine Kraft dafür. Ich hätte gar keine Kraft dafür, das zu machen, wirklich. Also guck mal, wenn es ein richtig schöner Mensch ist und du denkst so, wow, oder es gibt ja auch oft die Momente, du hast jetzt irgendjemanden kennengelernt, so flüchtig und es war, gab so den einen Moment an der Bar oder so, er sagt so, hey, na, hi, na oder so und aber dann war es das wieder für den ganzen Abend, aber ihr habt euch die ganze Zeit angeguckt, aber keiner ist gekommen, von euch Idioten hat gesagt, hey, was geht ab oder so, kann ich ein Instagram haben? Ja. Und den Menschen zu finden, dann im Internet, ist doch das Schönste, was es gibt. Ja, wenn du dich nicht getraut hast, ihn anzusprechen. Das stimmt. Ich glaube immer, dass dann immer auch so Instagram, so die wissen das. Dass sie an demselben Standpunkt, also das ist meine Theorie, by the way. Sie haben es gespürt, dass da was wissen, dass sie beide am selben Standpunkt waren. Dann wirst du auf einmal auf diese Explore-Page, wird er dir vorgeschlagen zum Beispiel. Ja. Das ist mir mal passiert, dass ich jemanden gesehen habe, den ich hübsch fand, auf der Straße aber nur. Und dann habe ich wirklich einen Tag später auf meiner Explore-Page gesehen. Nein, aber das Problem ist ja, Jakob Rott ist öfter auf der Explore-Page. Deswegen brauchst du das. Verständlich bei mir aber auch. Also muss er nicht in deiner. Also, ich weiß nicht, was du jetzt meinst. Thema ist abgehakt. Oh, krasser, scheiße, stimmt. Krasser Typ. Pause! Was hast du eigentlich dabei zur Mittagspause? Was soll ich dabei haben? Brot und Banane. Er kann seine 1000 Brot auch selber machen. Hast du das selber gemacht? Was willst du jetzt? Du hast selber nichts Besseres dabei, ne? Ja, natürlich, Digga. Schau doch mal. Ich hab die Melz dabei. Was ist das? Schau mal selber rein. Anton, nee, Jeremy! Was ist das? Das ist Knoblauch, natürlich ist das Knoblauch. Aber Gott sei Dank war ich nicht ganz so lost, hab mir eine eigene mitgebracht. Der schmeckt überkrass. Oh yeah, woher ist das? Woher ist das? Mr. Postman. Hallo. Von Pizza Hut. Von Pizza Hut? Mhm, das ist gerade neu bei denen und ich sag dir ehrlich. Warte mal, Pizza Hut, der Sponsor, der bei uns beim Podcast dabei ist. Aha, Pizza Hut, ich küsse eure Augenbrauen, übertrieben geil. Geht doch mal mit uns ein reinmelzen, Leute. Geil. Wir sind aus der Pause zurück. Nee, jetzt ich kann das nicht. Jetzt hab ich schon einen Rülpser. Mach mal einmal, du. Rülpsen auf Kommando. Boah, meine Hörnchen sind mal ganz schön normal. Bitte? Musst du die Luft runterschlucken? Zieh mal da hinten die Luft. Nein. Nee, so. Ich kann's nicht. Ich hab Angst, dass ich kotze. Nee, du kotzt nicht. Aber man kriegt Bauchschmerzen, wenn man das macht. Ja, das macht man nicht. Was mach ich? Ich atme. So. Nee, atme ich die Luft ein? Ich weiß nicht, was man macht. Was machst du denn? Die Luft einatmen? Boah, ich drücke in meine Lunge rein. Du tust sie nach unten? Ich kann's nicht. Ich hab hier so eine Luftblase hängen. Ja, oder? Das ist schlecht. Aber gleich kommt der Richtige raus. Gleich kommt der Richtige raus. Ja, ey, ganz kurz. Darf ich fragen, was du so für... Weil... Das könnte schon manchmal ein bisschen witzig sein. Was kriegst du so für Insta-DMs? Was ist so dein Ranking? Die 3 weirdesten Insta-DMs so. Also eins habe ich jetzt gerade direkt im Kopf, weil ich es meinen Freunden auch erzählt habe. Ich finde es immer sehr witzig, weil manchmal kommen Fetischisten in meine DMs. Mhm. Manchmal. Auch die klingeln tagtäglich, oder? Wenn ich Geld zahle. Das ist sehr witzig, was. Da habt ihr schon mal gemacht. Es gibt aber enge Monate, ne?
Nein, ja, nein. Knapp. Hast du es mal gemacht? Nee. Ich auch nicht. Geil. Hey, ich hab doch, er hat mir ein Screenshot geschickt, dass er das Geld wirklich schickt und da war doch dein Bild von PayPal. Auf der anderen Seite. Ja. Nee, ich finde, die sind immer voll nett. Ja. Die sind voll nett, die schreiben das immer voll lieb. Und die schreiben das süß. Oder? Ne? Oder? Ja, die machen ich so, hatte. Hey, du bist richtig toll. Kann ich bitte mal an deinem Fuß riechen? Irgendwie so, ja. Also, frag das lieb, also nicht mal so pervers. So, hey, Tim, komm mal. Ja. Auch ich hätte da mal eine Frage. Ja. Hast du vielleicht getragene Air Force, die du vielleicht verkaufen würdest, damit ich dran riechen würde? Liebe Grüße. Name. Thorsten. Ja, irgendwie so. Denk mir, Thorsten, du bist einfach nett. Ich denke mir so, wie ja, süß ich. Kann man sein, weil irgendwo ist es ja. Es sind ja auch nur Menschen. Weißt ja. du, es ist ja. Und die können ja auch nichts dafür. Also die deswegen. Sind ja nicht geboren und haben gesagt, ich will jetzt einen Schuhfetisch haben. Ja, das ist das Ding. Aber ich weiß nicht, also. Es ist ein bisschen unangenehm. Es ist natürlich komisch, es ist, weil nein, das ist unangenehm für ja. einen selbst, weil. Irgendwann denkt man sich auch so, okay, muss man den jetzt auch mal antworten? So, weil die schreiben einen ja jeden Tag manchmal. Ja. So. Und dann, aber irgendwann kommt dann der Moment, ich habe schon auch oft gehabt, der Knacks, du dummer Bastard. Das hatte ich noch nie. Weil du dann nicht geantwortet hast. Aber ja, das ja, verstehe ich so. Weil du dann ja, nicht geantwortet ja. hast. Aber dann wurde die auch schon mal zurückgezogen und dann, hey, was geht nochmal neu, ja. Hi, ja, ja. So. Das ist halt so komisch, weil die bleiben wirklich daran kleben, ne? Die denken ja. halt tagtäglich daran, um dich dann da anzuschreiben. Muss ich halt vorstellen. Und jetzt stell mal vor, was ist das für ein Win für die, wenn die dann deinen Air Force haben? Ich glaube, das ist wirklich eine Folge. Eigentlich muss man daraus, also man darf das eigentlich nicht joken, ne? Aber mhm. eigentlich wäre es schon witzig, so einen TikTok drüber zu machen. Und das wirklich zu verfolgen, was wirklich passiert? Klappt und dann ihm schreiben, so, ey, ist der angekommen? Was willst du da haben? Reaktionsvideo? Oder Video. Schick mal Video. Video. Ich bah, Video. Nee, das will ich, das okay. Video. Nee, das ist ja zu viel. Ja, so ein Video, so ein Video will ich nicht. Bah. Okay, also Air Force. Hatte Schuhe auf dem Lümmel. Sowas, ja. sowas, also Fetischsachen. Ja. Dann auch ganz weird und schlimm, finde ich, so von Frauen. Nur kommt gar nicht klar. No, wir können dir auch Schuhe schicken. Er hat dich gehört, ne? Nee, ich hab dich gehört. Er schickt euch ein Video, hat er so den Schuh auf seinem Lümmel drauf. So. Oh, shit. Ich dachte, du wolltest dann riechen. Ich bin einfach gerne aus der Schuhe gekommen. So Schnürsenkel drum gebunden oh. und dann, Digga. Stopp hier. Boah. Hör auf jetzt. Ja, okay. Okay, wir beenden das Thema jetzt mal ganz Anders schnell. Anders, Switch, wir machen ja? Switch. Ja. Die zweite DM. Genau, die zweite DM. Wenn Frauen einfach random schreiben, darf ich alles sagen? Ja klar, du darfst alles sagen. Ich muss da gepiept werden. Wenn die Frauen sagen so, ja, fick mich und so, mhm. behandle mich so und so, willst du mein Sugar Dad sein und so, sowas finde ich unangenehm des Todes. Du weißt, wenn du sie dann triffst, sind sie die kleinen Mäuschen, ja, genau, genau, die dann genau. gar nichts machen. Genau, ganz weird, also das ist so unangenehm. Du machst so, aua! Ja. Ja, also ich muss sagen, das ist auch doof wieder, aber manchmal screenshot ich das und dann schicke ich das Jan. Ja, das ist nicht doof. Man muss sich ja auch darüber austauschen. Ja, und ja. ich krieg ja DM, das heißt, sie weiß, dass es öffentlich für mich ist. Und ich ja, du postest ja nicht in deine Story. Nee, natürlich nicht. Was ich und Jerry hin und her schicke. Ich auf Idee. Boah, wir haben schon Sachen, oder? Also, ja, ja. Das, hab ich gestern darüber gesagt, wir haben 1800 Bilder, die wir uns geschickt haben. Screenshots. Ja, also wirklich viele Sachen. Ja. Danke, ja. Naja, weil du musst, also mit irgendjemand, du musst das ja kompensieren. Ja. Deswegen, ich du behältst das nur für dich. Irgendwann also, fängst du an, deine Schuhe zu verschicken. Also wir machen uns ja nie über jemanden lustig. Das ist zu lange Pause, du darfst nicht so lange Pause machen. Nein, machen wir nicht. Nein, wir dokumentieren das einfach nur für uns. Und argumentieren und denken drüber nach und archivieren. Ich hab's gespeichert. Der dritte DM. Hast du nicht so ein, also es schockt mich bisher noch nicht so. Nee, hast noch du nicht, nicht irgendwas gehabt, wo du wirklich gesagt hast, du brauchst Hilfe? Nee, ich hab nur Boxershorts, Socken, Schuhe, sowas. Also das sind die krassen Sachen, die ich bekomme. Also sonst, also ja, okay. Ab und zu mal kriegst du halt ein Bild reingeschickt, bam. Einfach so ein Penis. Einfach so ein Penis. Ja. Aber das frage ich mich. Dann gehst du drauf also, und denkst dir, warum Kick? Ist meiner nicht so groß? Ja, ja. Das ist auch mal so überraschend. Ja, den Moment hatte ich bisher nicht. Nein? Nee. Ich auch nicht. Scheiße. Guck mal. Warum lacht ihr jetzt? Hab ich nicht verstanden irgendwie. Oh, nein. Da lacht doch wieder die Regie. Guck mal, die Regie ist auch voller Feiern. Die sind am Check gar nicht. Also so, ja, ich fühl's. Ja. Egal, hey. Egal. Was sagst du für mich jetzt aus? Nein, das ist nur Gottes Gabe. Jeder bekommt das, was er verdient. Ja, ist so. Aber gehört jeder 2 Meter. Ich zwei nicht. Meter? 1,90. Drei Beine.
Nee, also gar nichts bei, ja? Nee, also, warum? Also, du sagst das so geschockt, was ist denn bei dir? Aber ich hab auch nichts Krasses. Oder? Eigentlich. Was? Das war doch schon. War die Basics, also, oder? Das hat jedem. Also, ja. Penis, mal ein paar Frauenbrüste. Ja, ja, genau. Socken anfragen. Ja. Aber ich hab mal. Mich hat mal jemand gefragt, wie alt meine Schwester ist, also, ob da meine Schwester. Da hab ich gesagt, ja, und so Geldsachen und so, ne? Ja, aber die PayPal, die 10.000. Ja, also, was ich schon. Boah, das ist so knapp, dass ich mal Zahlsklaven. Diese Zahlsklaven. Und dann fangen die an mit 200 Euro und auf einmal irgendwann guckst du nächsten Tag rein, 1500. So, du denkst ja, so, ja, ich so, ey, manchmal gleich. Antwort. Ja. Also, Deal or no deal. Ey, no joke. Ich hab eine Freundin, die macht das und echt? Die kriegt manchmal so 50 Euro und so geschickt. Also keine hohen Summen so, aber wirklich, die geht essen, schickt das hier. Die essen und ihr Gesicht. No joke, die kriegt das. Also es gibt jemanden, warte, die geht nur essen. Die geht nur essen und also sagt ganz normal, normal essen. Alles, nix. Genau. Schickt ein Bild, wie sie essen ist. Genau, die sagt, ey, danke für das Essen und so. Dann schreibt er, ja, danke, dass ich dafür bezahlen durfte. No joke. Es gibt da Leute, die, ich habe das mal gelesen, es sind Schenksklaven. Die mögen es einfach, die Sachen zu schenken. Genau. Von ihrem Geld. Aber die mögen aber auch. Aber holen die sich darauf runter, nee, oder? Nein, einfach, ich kann nicht glücklich werden. Genau, sowas. Aber das ist auch schön. Also ich kann dir gerne helfen, wenn du dich glücklich willst. Wenn da draußen Schenksleute sind, dann auch schenkt uns Sachen. Also, ich hab mal jemand gehört, das ist so, aber wirklich nur eine Story, die ich mal gehört habe, dass jemand sich hat so an den Baum binden lassen wollen von jemandem. Und er hatte ein Portemonnaie dabei mit Geld und er meinte, dass man sich quasi so viel rausnehmen soll, wie man will. Okay, ich habe jetzt auch noch was Krasses. Das ist auch krass. Aber, also, so eine Story, die ich for real von jemandem gehört habe. Und er hat so, quasi. Deswegen hast du letztens gesagt, du fährst im Wald. Zum Strick. Und da hat keinen Strick. Seil, oh mein Gott. Mein Gott. Könnt ihr das bitte rausschneiden? Ja, das machen wir raus. Das klären wir mit der Regie. Er hat gesagt, mit Strickpullover. Genau. Ja. Genau. Das ist so krass. Die wollen halt einfach. Also quasi beraubt werden so. Mhm. Ich finde das voll crazy, dass sich das glücklich macht, beraubt zu werden. Ja. Also ich finde das jetzt nicht so geil. Es gibt die verrücktesten Sachen, glaube ich. Genau. Was würdet ihr von euch selber sagen, wo ihr verrückt seid? Also jetzt gar nicht sexuell, sondern generell. So, wo ihr sagt, so zum Beispiel. Ding, ding, so verrückte Sachen einfach. Gibt's nicht? Habt ihr nicht irgendwas? Sag mal, wenn du eine hast, wenn du schon anteasern willst. Ja. Überlegt hat. Aber versteht ihr, was ich meine? Nee. Gar nicht? Also zum Beispiel, wenn du das Verrückte sagst, dann denkst du. Ich mag den Geruch von frisch gewaschener Wäsche. Sowas? Zum Beispiel, ja. Voll verrückt bist du, ey. Nein, sowas zum Beispiel wie. Ich weiß, wo du genau drauf hinaus willst. Ich überlege gerade bei mir, ich muss auch aufpassen, was ich sage, weil ich manche Sachen ja krank und nicht nur verrückt. Ja. Flüster mal ins Mikrofon. Nee, ich komme jetzt nicht drauf, keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht gibt es ja was da draußen, was sein kann. Naja. Gut, naja, scheiß drauf. Mm, aber noch eine andere Sache, die mich, glaube ich, ein bisschen interessiert. Oh Gott. Nochmal auf Social Media zurückzukommen. Du bist ja unser hier Mr. Zalando auch vor allem, ne? Also, ja. Ja, unser Zalando-Mäuschen. Ist das für dich so, dass du sagst, dass Social Media finde ich eher so ein, ich sag mal so One-Night-Stand, dass du sagst, ich nehme jetzt einfach alles mit, was ich mitnehmen kann? Oder willst du dir wirklich was Langfristiges für, also generell einfach, was dein Ziel ist, finde ich eher interessant. Also weil ich denke mal so, was mein Ziel ist, weiß ich. Und ich freue mich immer von anderen Leuten zu hören, so, weil mich das voll interessiert, weil ich weiß, was du machst auf Social Media. Was da dein Ziel ist? Ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, ey, ich so viel Potenzial, Geld, ich brauche Geld, ich brauche Geld, ich brauche Geld. Hm? Und nicht lügen. Okay? Und ich glaube, viele Leute. Da steckt auch viel Geld drin. Ja, ja, auch, ja, ist ja unglaublich. Aber das Ding ist, meine Devise ist, wenn du darauf gehst, dann bist du erstens nicht mit der Community in Verbindung und zweitens, das hält dann ein paar Jahre und dann ist vorbei. Was ist dann? Du hast nichts in der Hand oder vielleicht hast du eine Ausbildung gemacht und musst wieder zurückgehen und so. Also ich will auf jeden Fall mir da was aufbauen. Ich bin noch am Rumdriften, 100% weiß ich es nicht. Ja, Modesachen und so, findet jeder cool, aber gibt's gerade viel und so. Ich will eine Sache finden, wo ich 100% dahinter stehe und sage so, ey, das fühle ich komplett und das kann ich auch, ne, komplett so machen, wie ich es möchte. Aber deswegen, wir gucken gerade so mein Management und so. Ich meine so dein Ziel, Tim. Also was dein Ziel persönlich ist in deinem Leben. Also was, also gibt's irgendwas, was brauche ich, zum Beispiel Jerry weiß, ich möchte unbedingt mal den Kilimanjaro erklimmen, zum Beispiel, ne? Ach so. Eine Kleinigkeit, die ich mir von dir gemerkt habe. Ja, also aber businesstechnisch gesehen. Genau, willst du jetzt Social Media oder willst du? Ja, du willst ja jetzt nicht generell. Will er mal gerne Kletterpark. Aber du hast ja gerade Social Media. Ja, Social Media. Ja, auch. Also du sagst, okay. Dass du weitermachen willst und das Business cool. Weitermachen willst, cool. Weitermachen. Aber es geht weiter. Also was ist denn da noch? Also Social Media ist ja ein Teil, das ist ja dein Genau, Job das nimmt man halt mit immer, ja. Ich weiß, was du meinst. Ein Riesenteil ist, ich glaube auch von jungen Menschen, dass gerade krass gehypt wird, das Reisen.
Also ich war in einem Monat in Kolumbien und ich erzähle das, ich bin so ein Typ, ich bin so der gereist ist einmal und der erzählt es jedem. So, als wär das ist auch meine größte Geschichte so. Ich bin einmal in einem Monat in Kolumbien gewesen und das war so krass. Warst du da alleine? Nee, ne? Nee, meinem großen Bruder. Ah, ja. Ach, war das zusammen? Genau, wir waren zusammen. Okay. Das war eine unglaubliche Reise und da habe ich gemerkt so, ey, ich war auch nur mit dem Rucksack, ne? Ich war so richtig so dieses Reisen. Ach. Rucksack, zack, Hostel. Ey, da sind Sachen passiert, ne, Leute, das war nur ein Monat, das ist unglaublich. Glaube ich. Und deswegen, also ich will jeden Kontinent einmal, das ist mein Ziel. Das ist so ein biggest dream und ja, natürlich. Was heißt jeder Kontinent? Also wie? Die Kontinente, es gibt ja so mehrere. Warte kurz bitte, darf ich? Okay, ja. Nehmen wir bitte alle Kontinente auf, die es gibt. Nee. Kannst du keinen einzigen? Doch, also Asien, Nordpol, also den Pole halt, ne? Ja, Afrika ist ein Kontinent, ne? Ja. Asien ist ein Kontinent. Afrika, hast du schon gehabt, Asien? Afrika, Asien. Wenn du jetzt nochmal Afrika oder Asien sagst, ne? das ist wirklich schwierig für mich, warte mal. Lass ihn mal ausretten, komm, Jerry. Afrika, Asien. Ich mach. Deutschland. Europa ist ein Kontinent. Ja, ne? Ja, Europa ja, ist ein Kontinent. Ja, stark. Ihr lügt mich an, ne? Nein. Ich weiß nicht, also diese ganze türkische. Diese ganze Kram ist. Wo warst du so im Geografieunterricht? Hattet ihr in Düren Geografieunterricht? Guck mal, ich erzähle das jedes Mal, das glaubt mir wirklich keiner. Wir hatten einmal Erdkunde, das war in der 5. Klasse für ein halbes Schuljahr. Wir hatten nie Erdkunde. Hatte ich auch nicht. Gab's bei uns auch nicht. Ja, gab's bei uns nicht. Wir hatten Lehrermangel, wir haben das wirklich nicht gehabt. Was macht denn in NRW falsch? Keine Ahnung, ich war auf einer Gesamtschule und da ging es nur um den Zweiten Weltkrieg. Aber das ist doch Geschichte. Ja. Yeah. Es war ersetzbar, also es gab keine Erdkunde, aber dafür Geschichte. Ja, also ihr musstet euch zwischen Erdkunde und Geschichte entscheiden. Nein, es gab keine Entscheidung. Die Schule hat gesagt, es gibt Geschichte, aber keine Erdkunde. Ja, wir hatten was? Unglaublich. Klasse. Unglaublich. Ich kann die Bundesländer, ich kann Berlin, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Schwerin, so, das kann ich ein bisschen, aber weil ich das auswendig lernen musste, aber in diesem halben Jahr, für den einzigen Test, den ich dann geschrieben habe. Ja, also Schule war bei uns, was Unterstufe angeht, auch eine Katastrophe. Wirklich? Und ich kann das, also ich hätte mich natürlich auch reinfuchsen können, aber mich hätte auch nicht interessiert, wenn ich ehrlich bin. Weil ich halt immer so, ja, okay, Bundeskanzlerin weiß ich, wer das ist und also, wer hier ist, juckt mich nicht. Also, was die Hauptstadt von Tokio ist, ja, weiß ich nicht. Aber ist schon schön zu wissen, finde ich. Ich finde, für mich ist. Jetzt im Nachhinein denkst du, ich würde es gerne wissen. Ja. Aber ich dachte immer, Berlin ist schon dumm. Nein, wir sind nicht dumm. Aber NRW? Wir haben einfach nur Lehrermangel. Wer würde denn das hier unterrichten, wenn wir Lehrer hätten? Und ich würde auch lernen wollen, ne? Ich hätte es gerne gelernt wollen. Okay. Kann ja wollen. Ernsthaft? Ich komme da echt nicht drauf klar. So. Also, ja, das glauben wir auch viel weniger. In der Grundschule auch keine Erdkunde? Nein. In der Grundschule? Nein. Hast du in der Grundschule Erdkunde? Ja, natürlich. Wir hatten Sachunterricht. Das hast du ja gelernt. Naja, so Sachen wie, was hat man denn in der Grundschule? Da fängst du an mit der kleinen, mit den Kontinenten, dann Deutschland, dann beschäftigst du dich mit den Bundesländern so ein bisschen. Nee. No chance. Wir hatten Sachunterricht. Und dann ging es doch auch schon los mit Plattentektonik und so, oder? Was für ein Ding, Alter, wirklich keine Chance, wirklich keine Chance. Was ist Plattentektonik? Ach du heilige Scheiße. Bewegung der Erdplatten bestimmt, oder? Echt jetzt? Ja. Was war das letzte Mal, wo du mir erzählt hast? Berge entstehen. Genau. Wasser. Ich hab gesagt, dass Berge, also ich dachte, okay, jeder Berg war vorher mal ein Vulkan. Hab ich gedacht. Echt? Weil ich wusste es nicht, weil ich dachte, das macht ja nur am meisten Sinn. Und das halt, oder was habe ich danach gesagt? Weil Jeremy, das kann nicht sein. Ist okay, stimmt, die Lava kann ja nicht überall drin sein. Dass überall da, wo Berge sind, früher Wasser war. Und dass quasi das Wasser weggegangen ist, und dann ist die Berge doch da, also die Steine unter Wasser da stehen geblieben sind. Aber ich finde, das ist ein Grundwissen, dass man krass wusste. Also ihr habt die ganze Grundschule keine Erdkunde gehabt und in der Oberschule auch nicht. Nein. Also du hast nie auch nicht Erdkunde. Auch nicht im Abi. Du konntest. Nee. Nein, ich hatte nie Erdkunde. Ich lüge wirklich nicht. Es gab's bei uns nicht. Nee. Wir hatten Sachunterricht. Das war so Bio, Sexualkunde halt in der 4. Klasse halt so und ein bisschen Erdkunde. Das war alles so ein Dingens, aber du machst du keine. Wir haben Blätter bemalt. Aber Geschichte hattet ihr? Ja, wir hatten Geschichte und Bio hatte ich auch. Bio hattet ihr auch als Einzelfach? Bio hatte ich aber auch. Ja, als Einzelfach. Aber das war so, hatte ich aber auch tatsächlich nur ein Jahr in der 7. Klasse. War das nur ein Jahr Biologie? Ja. Ja, das erklärt einiges. Ja. Nee, das hat schon. Ehrlich jetzt? Ja, in der 7. Klasse ein Jahr Bio. Du hast in der. Mit Frau Seider. Und 8. Klasse, 9. Klasse hast du kein Biologieunterricht. Wir hatten das nicht. Schon. Also ich muss aber sagen. Welche Schule warst du denn? Wir haben gestern darüber gesprochen, oder vorgestern. Was meine Realschule war, Hauptschulniveau. Also vom Gefühl her. Aber also, was hattest du denn, Deutsch, Mathe, Englisch? Wir hatten Deutsch, Mathe, Englisch, Musik, wir hatten. Religion, Sport, ganz wichtig. Sport, Religion, ganz wichtig, ne? Das ja, das haben wir halt zum Beispiel. Du konntest das wählen bei uns, aber da ist halt keiner hingegangen, weil in Berlin ist die Religion nicht so, so stark. Also in Berlin ist ja eh alle Antichrist. Also das ist, es gibt auch Christen. Ja, aber weniger. Also Berlin es gibt auch schon viele Christen. Berlin ist aber schon eher von allen Bundesländern das wenigste Christenland. Also religiöse Land, würde ich fast behaupten.
sagen, das ist gar nicht mein Thema. Habe ich auch keine Ahnung. Ja, ist gar nicht mein Thema. Also, die Hälfte von euch ist nicht mal getauft. Ich bin auch nicht getauft. Ja. Du auch nicht? Nein. In NRW, aber in NRW ist man eher getauft als. Aber ich weiß auch nicht, also würde, weiß ich nicht. Das ist krass. Also ich finde, also das mit Geografie finde ich schon sehr das ist. Was hattet ihr noch für Fächer? Ganz ehrlich. Noch für Fächer? Ja. Ja, Deutsch, Mathe, Englisch? Ja. Nee, boah, ich weiß nur die Abi, diese Pädagogik, Sovi und so, das weiß ich noch, aber. Boah, Sovi, wir sollten mal zu einer Müllverbrennung. Das war das einzigste, dieser Drecksunterricht, wirklich, das war gar nicht meins. Und ich saß dann da auch so Politikkram. Was war so wie Philosophie? Sozialwissenschaften. Und das ist quasi so, du lernst über das Ökosystem und so die ganzen Wahlen und so ein Kram. Also alles, was halt so nicht so interessant eigentlich ist. Wir hatten einen Tag. Was ist dieses Navi? Wissenschaft ist dabei, das bei euch. Wir hatten Sovi. Und dann hatten wir einmal einen Ausflug in die Müllverbrennungsanlage. Und ich habe mich so darauf gefreut. Und an dem Tag hatte ich Migräne. Und musste 23,50 Euro zahlen. Und ich hab die nicht zurückbekommen, weil das war schon vorgebucht. Echt? Oh, ich war so sauer, weil ich wollte die 23, das war die, meine Mama hat die bezahlt. Und dann wollte ich aber zurücknehmen. Und dann die haben. Also. Ganz kurz noch so Hassfach. Hass, richtiges Hassfach, wo man auch gesagt hat, so Mama, ich habe Fieber, ich kann heute nicht zur Schule. Ja, ganz klar. Was also wirklich Mathe. Wirklich Mathe. Wirklich ja, bei mir auch. Aber nur, ja, Mathe auch. Also Mathe, nee. Unterstufe, war ich der King. Ja, klar, war ich Digga. King. Natürlich. Das Pythagoras, ich hab, komm, bring Mathe. Ich rechne dir diese Tangente, keine Ahnung, rechne dir aus. Oberstufe, vorbei. Hast du Abi gemacht? Ja, Fachabi. Fachabi. Ja, auch Fachabi. Hast du Sozial- und Gesundheit oder hast du Wirtschaftsabi gemacht? Nee, normal. Ein ganz normales? Ja, ich war gesagt, dann habe ich einfach nicht weitergemacht. Okay. Ja, genau. Ja, krass, ich habe also Mathe war bei mir so, ich habe mich, also ja, Unterstufe war meiner King. Im Abi habe ich mit meiner Mathelehrerin ausgemacht, hey, pass auf, der Zenit ist erreicht. Es bringt auch einfach nichts mehr. Ich habe andere Leistungskurse, da muss ich lernen. Ich hatte Deutsch und Geschichte. Ich habe gesagt, ich muss da so viel lernen. Mhm. Lass uns einen Deal machen. Ich bin immer hier. Ich bin nett. Ich mache mit. Hausaufgaben sind auch Quatsch. Macht ja auch gar keinen Sinn. Ach. Gib mir eine 4. Hat sie sich drauf eingelassen. Echt jetzt? Von Anfang an hat sie gesagt, okay, komm. Ich habe in ihrem Unterricht habe ich meine Geschichtsdings fertig gemacht. Deutsch habe ich fertig gemacht. Ich konnte da sitzen. Der einzige Fakt, der sein musste, ist, ich muss da sein. Das ist sehr krass. Hätte ich mal mehr dieses abgeschlossen. Es hat auch die Sachen, die du da gemacht hast. Ich denke mir so, was brauche ich das alles? Ja. Also von daher habe ich zu ihr gesagt, hey, pass auf, guck mal, wir verstehen uns richtig gut, lass uns den Deal machen, alles klar. Ich finde auch, no joke, man muss das früher checken, dass man in der Schule so viel dribbeln kann. Ja. Du kannst so viel dribbeln, du kannst so, dich so viel höher stellen, als du eigentlich bist. Ich sag ehrlich, es gibt so schlaue Leute in der Schule. Fachabitur habe ich gemacht. Und ich sag wirklich, in diesen 2 Jahren Fachabitur, ich habe kein einziges Mal dieses Buch zu Hause aufgeschlagen. Ich bin zur Schule gegangen, habe das gemacht und ich sage immer, ich war ein exzellenter Spicker und noch besserer Schleimer. Mhm. Und ich sage, ich habe ein Abitur, mein Fach. Du musst das machen. Ich hab also Moment mal ganz kurz. Lernen ist auch wichtig. Ja, natürlich. Lernen ist ganz, natürlich. Ganz wenn ihr schlau seid, dann macht das, aber wir müssen da ein bisschen dribbeln. Man muss ja auch, nein, wenn man nicht so gut ist. Guck mal, ich habe 1,3 habe ich mein Fachabitur gemacht. Mit 1,3. Krank. Und ich konnte nichts. Sag ich auch mal wieder, also Sport muss man nichts können. Und also selbst ich habe da eins geschafft. Also das war wirklich. Wir hatten Politik, da war ich sowieso immer interessiert eigentlich schon. Und in Bio war ich auch immer eigentlich, dann in der weiterführenden Schule. Das eine Jahr war ich auch super. Aber in der Berufsschule habe ich dann auch, habe ich ein bisschen die Tränendrüse gerade gezogen. Und das war so, ich habe Mathe 1 vorbenotet. Mathe, nur 1 Mathe vorbenotet. Ich schreibe die Abschlussklausur. Ich habe mich meine beste Freundin auf Klo angerufen. Ich so, Shirin, löst mir das mal auf, ein Foto geschickt. Ich kann das nicht, so nur, ich kann das selber nicht. Mathe-Klausur 6. Oh ja. Dann erklärt mir mein Lehrer, wie ich von 1 auf eine 6 komme. Wo ich bei den anderen Arbeiten immer spicken konnte. Ich mach so. Breakdown. Meine Eltern haben sich getrennt. Nein, echt? Ich muss zu Hause so viel putzen und sauber machen. Und meine Schwester zur Schule bringen und kümmern. Können wir da bitte noch was machen? So, du bist. Ich war, als ich abgesehen selber geschockt, weil ich wusste, dass du noch mehr kannst. So, sehen Sie, dass Sie so auch gedacht haben, ich bin ja auch geschockt, dass ich sowas erreicht habe. Ich war einfach nervös und ich konnte mich nicht konzentrieren. Aber der so, weißt du was? Die Arbeit mache ich in der 3. Das war die einzige 3, die ich hatte. Das Problem ist, das hatte ich halt in Latein. Ich hatte auch noch Latein im Abi. Ja. Und Latein hat mich auch auseinandergenommen. Zum Anfang war man so richtig motiviert, weil, boah, geile neue Sprache und so. Da bist du richtig gut drin und so. Ich war zum Anfang so richtig motiviert. Und irgendwann habe ich so gemerkt, so, ja, bockt halt nicht, ne? Nee. Ja, dann hast du halt auch die ganze Zeit gespickt. Es ging ja nicht anders. Ich hätte ein Jahr Latein direkt abgewählt. Dann Spanisch gewählt. Gute Geschichte noch für Latein. Gar nicht. Wir hatten kein Latein, also auch kein Spanisch. Ich weiß nicht, auf welcher Schule. Bei dir, Baumschule? Wir mussten 6. Klasse Französisch. Musste man machen bei uns. Also man musste das wählen. Und dann musstest du quasi
wenn du es geschafft, wenn du gut warst, dann musst du, dann konntest du in der 7. Klasse weiter Französisch wählen. Ich durfte nicht Französisch weiter wählen, weil ich eine 5 hatte. Und dann musstest du entscheiden zwischen Französisch, Biologie oder Sozialwissenschaften. Und ich habe Sozialwissenschaften gelaufen, weil ich das war das Einzige, wo ich labern konnte und mit Plakaten immer eine 3 hatte. Aber von wann bis wann hattet ihr denn Schule? Wenn ihr so wenig Fächer hattet, dann hattet ihr ja von 8 bis 9 nur Schule nur. Nein, also wir hatten 12 Fächer. Wir hatten Deutsch, Mathe, Englisch, Kunst, Erziehungswissenschaften, Biologen. Physik hatten wir, Politik hatten wir, Musik hatten wir, Chemie hatten wir, Sozialwissenschaft hatten wir. Philosophie? Philosophie hatten wir nicht, das war Religion hatten wir dafür. Und wir hatten immer so Deutsch, Mathe, Englisch, Ergänzung nochmal. Also wir hatten quasi Deutsch, Mathe, Englisch, da hatten wir immer noch 8., 9., 10. Stunde Ergänzung. Und du konntest quasi, wenn du ein Defizit hattest in Englisch zum Beispiel, konntest du dann, ich musste halt in alle Defizite. Ich wollte gerade sagen, das sagst du halt immer. Immer von morgens 7.45 Uhr bis 16 Uhr Schule. Ich immer überall dabei sein musste. Das ist immer dabei. Das ist prima. Ich war immer schlecht in der Schule, in der Realschule. Aber ich habe trotzdem super Abschluss gemacht. 3 oder so, 2,457. Ich habe relativ spät erst nochmal gemerkt, im Abi zum Schluss, also die 11. Klasse war so für mich so, ja, Bock nicht so. Boah. Aber ich habe dann zum Ende hin gemerkt, weil ich wollte dann, ich habe zum Ende hin in der 12., also ich habe 11., 12., 13. gemacht. Und ich habe so, ich wollte nie Abi machen eigentlich. Und ich wollte auch nie studieren und so. Ich habe dann aber so in der 12. Klasse gemerkt, so, boah, ja doch. So, also so, auch so deutsche Geschichte, Lehrer, ist jetzt auch voll interessant für dich und so. Ich fand das richtig cool auf einmal und wollte dann Lehrer werden, weil ich war ja Fußballtrainer. Mhm. Und dann wollte ich auf einmal Lehrer werden. Ich war so in meinem Film drin. Und dann saß ich in meinem Deutschleistungskurs und die wussten alle, ja, ne, Jerry, so aufmerksam, nett, gut aussehen, wird der perfekte Lehrer. Die hatten voll das geile Bild von mir, auch meine LK-Deutschlehrerin und so. Und dann ein Tag kam so bei mir wieder der Switch, weil da war ich bei Filmpool, da habe ich ja Schauspiel gemacht und so, sitze ich in der Klasse und sag so, sollten wir darüber reden, ja, wie sieht's jetzt aus, habt ihr euch schon an den Unis beworben und so. Das da so, nö. Und die sagen so, warum nicht und so. Und ich sag so, ja, ich habe mir das doch mal alles nochmal überlegt und so, ich will Schauspiel machen. So. Und dann, dieser, ich hoffe, du hörst zu. Ich hoffe wirklich, du hörst zu. Eigentlich mochte ich dich. Aber da zu sitzen und zu sagen, hä, willst du nicht irgendwas Vernünftiges machen? Und so, ich schwöre, seitdem sie das gesagt hat, dieser Satz hat sich so in meinen Kopf eingebrannt. Ja. Und was habe ich gemacht? Ich habe das gemacht, worauf ich Bock habe und habe Spaß dabei gehabt. Also, ich hoffe, du sitzt irgendwo in deinem Sozialkundeunterricht und bist traurig. Spaß, ich hoffe, du hast Spaß in deinem Leben. So, hat weißt die Serie geguckt? Ja, das ist so, sie hat geguckt wahrscheinlich. Hat sie geguckt. So, weißt du, und ich denke mir immer so, lass die Leute doch machen, was sie wollen. Ey, selbst wenn du entscheidest, du willst die Bäckerfirma von deinem Vater übernehmen, dann mach das so. Wenn es dir Spaß macht, ist doch cool. So, weißt du, ja, mach doch, was du möchtest. So. Aber fang nicht immer an, den anderen zu sagen, was sie tun sollen. Ja. Das nervt einfach. Es nervt wirklich. Mir ist eine lustige Sache gerade noch in den Kopf gekommen. Eure Top-Story von der Klassenfahrt. Haben wir noch die Zeit dafür, für eine Top-Story von der Klassenfahrt? Ja, haben wir. Okay, haben wir. Weiter. Nee, die kann ich nicht erzählen. Also ich kann eine, das überlegen. Ich kann eine lustige Story, ich fange mal an. Ich kann eine lustige Story, aber die ist gar nicht so, so lustig, aber ich fand sie schon irgendwie lustig tatsächlich. Wir hatten einen Jungen in der Klasse, der hat immer sehr gestinkt. Der war immer so ein Stinker. Also wirklich. Und deswegen keiner wollte mit ihm auf dem Zimmer. Also jetzt im Nachhinein, wo ich so ein bisschen erwachsen bin, weil ich so. Voll böse. Es war voll böse. Also ich muss wirklich sagen, ich war der Letzte, der jemanden gemobbt hat oder so, das habe ich nie gemacht. Aber ich wollte ihn einfach trotzdem auch nicht mehr im Zimmer haben, weil ich dachte so, sorry, du stinkst halt einfach so. Und dann wurde er, musste er aus diesem, er war in seinem Raum mit den ganzen bösen Jungs aus der Klasse, das hat mir auch immer wieder leid getan, weil er konnte nichts machen, so, er war halt da drin und weil keiner mit ihm ins Zimmer wollte. Und dann haben die den so geärgert und sein Bett aus dem Fenster geschmissen. Er lag nicht drin. Ja, aber ich weiß trotzdem das Bett aus dem Fenster. Weil das ganze Kissen zugestunken hat von ihm. Ist das zu uns gekommen? Dann hab ich ihn zu mir genommen. Ja? Ja, hab ich meins immer. Ist mir egal, also komm einfach zu mir. Aber das war die erste Zeit, sorry. Das Ding war, das war 5. Klasse. Das, überleg mal, wie schlimm das schon da war, die Leute, ne? Das Klassenzimmer neben uns, wo die den rausgeschmissen haben, ich dachte halt, dass in der 5. Klasse alle so Alkohol getrunken haben. Das war, ja, die haben angefangen zu weinen, weil die rumgeschrien haben und so. Ich so, Leute, die sind besoffen, die wissen gar nicht, die wissen nicht, was sie tun, die werden das morgen so bereuen. Ich so, die haben, und dann habe ich rausgekommen, die haben Energy getrunken. Ich so, oh, die haben Energy getrunken. Ich war doch so schlimm, ich hab so geweint. Ich so, oh mein Gott, die ganze Klassenfahrt ist jetzt vorbei, alle werden uns fassen, wir werden nie wieder zurückkommen, wir müssen morgen nach Hause fahren. Und dann saß ich da, hatte so ein Klopfkissen, hatte da hinter meinem Kopfkissen mal meine ganzen Süßigkeiten getan. So, Bonbon, so Kaugummi, so Gummibärchen und saß dann mit meinen Chips, mein Bett ist so. Ja, zumindest. Wir gehen unter. Nee, ich muss sagen, ich hab keine. Durftest du einfach nie mit auf Klassenfahrt? Doch, ich durfte mit, ich musste mal an die Hand vom Lehrer, egal, 10. Klasse oder 5. Klasse, war egal. Auch immer so klein, das war egal. Also. Ja, ja.
Nee, aber ich muss sagen, das Einzige, was ich wirklich doof fand, war, und meine Lehrer waren ein bisschen älter. Und deswegen sind wir so nach Berlin gefahren und so. Mhm. Berlin ist auch so scheiße, ne? Berlin ist jetzt nice. Aber als Klassenfahrt, würde ich aber als Klassenfahrt, wir haben Museen boring besucht. Ja. Ah, okay. Boring. Und so, weißt du, im Sommer. Weißt ja, du, so, ja, ja, war so, ja, ja. Mann, was machen wir hier? Und das war echt langweilig, muss ich sagen. Tot. Bei dir? Boah, also bei mir war es immer überhaupt erstmal Krise, ob ich überhaupt mitfahren darf oder nicht. Oh, stimmt. Also es gab immer Gespräche mit meinen Eltern. Er muss sich auf jeden Fall benehmen und so. Also einmal wurde ich auch einer verwiesen, durfte dann aber mit am Ende des Tages, weil jemand krank war und dann durfte ich doch mit. Du hast nur Ersatz. Sag dir ehrlich, ich glaube, alles war witzig, weil wir es einfach witzig gemacht haben. Am meisten Spaß mit hatte ich in der Oberstufe tatsächlich. Da sind wir nach Hamburg gefahren. Und da wurden wir auf einmal wieder richtig Kinder und haben so Fange im Hotel gespielt und so. Ja, Mann. Das war einfach, das ja, hat Mann einmal so Klick gemacht, ja, und dann war es so richtig Kind. Das war ein cooler Moment. Viel cooler fand ich bei mir halt die Fußballfahrten, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay. Also die Fußballfahrten. Warst du älter schon, oder? Nee, okay. Da war ich auch super jung. Aber da hatte ich viel mehr Spaß. Okay. Viel mehr Spaß. Also es gab eine Fußballfahrt, da hat einer ein Magenvirus gehabt. Voll spaßig. Und hat das war wie so eine Zombie-Apokalypse. Einer hat ein Magenvirus. Schöne Grüße gehen raus an dich. Max, ich liebe dich trotzdem, weißt du ganz genau. Und er hat in die Süßigkeiten-Tüte gekotzt. Im Nein Zimmer. Und es muss wohl so ein krasser Virus gewesen sein oder so, dass man sich halt relativ schnell angesteckt hat. Und in einem wirklich relativ kurzen Zeitraum war das Zimmer von denen auch krank. Also die mussten, denen war auch übel, Durchfall. Und ich, es ist kein Spaß jetzt. Wir waren, glaube ich, 20, 25 Fußballer. Das ganze Camp hat gekotzt und die Toiletten waren voll. Es war Katastrophe, die sind raus, die haben auf den Flur gekotzt. Die Trainer haben auf den Flur gekotzt. Es war wirklich, nein, es war Abbruch. Was? Es war Abbruch. Das Fußballcamp wurde abgebrochen. Hat sich jemand auch in die Hose gekackt? Haben sie wahrscheinlich nicht verraten, aber es kann bestimmt gut möglich sein. Du warst auch dabei. Und das Ding, nein, ich war nicht dabei. Okay. Aber, und deswegen sage ich ja, die Fußballspieler waren die besten. Ich war halt live mit dabei, weil es wurde natürlich, so, ich war in dem Zeitpunkt, so, ich wollte mit, aber war im Ägyptenurlaub mit meiner Familie. Und ich sag euch, wäre ich dabei gewesen, das wäre der schönste Moment meines Lebens. Ja, oder? Weil alle leiden, alle haben, wirklich alle. Das wurde abgebrochen. Wie lustig, aber irgendwie. Zu Hause, immer so nach links biegen. Oh, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja, ich bin auch ein Fuß. Ja, ich hab's auch. Ja. Manchmal, die sind so weich. Ganz kurz, meine Platzfüße. Nein, warte mal ganz kurz jetzt. Ich würde auch ganz kurz schon mal eine Sache sagen. Ja. Lass uns mal jetzt direkt rausschneiden lassen, so für den TikTok. Wenn das TikTok jetzt so, sagen wir mal, 15.000 Likes hat, dann lässt du dir mal Vollbart wachsen. Das ist gut. 15.000 Likes. 15.000 ja. Likes und dann musst du dir Vollbart wachsen ja lassen. Ich will einmal sehen, wie du aussiehst. So einen Monat oder wie lange dauert das? Weiß ich nicht. Du darfst noch gar nicht reden. Okay. Ja, will. Du bist noch versteckt. Wie lange muss ich das denn behalten, aber dann? Ja, schon, dass es einmal Vollbart ist und dann fertig. Ja, Leute, 15.000 Likes, ne? Nee. Ja, so machen wir das. 15.000 Likes, nur Vollbart. Leute, jetzt teilt es mit eurer Tante, mit eurem Onkel, mit eurem Meerschweinchen, Papageien, alles, was ihr seht und fühlt. Wir brauchen die 15.000 Likes. Wie ich jeden einzelnen von diesen Kommentaren wegmachen werde, einfach. Wie ich einfach die Likes kaufen werde. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chaos für Anfänger. Jetzt mal ehrlich. Was geht ab? Wenn ihr noch nicht die 5-Sterne-Bewertung angemacht habt, dann werdet ihr das jetzt mal tun. Mhm. Weil jetzt sind ja hier auch schon ein paar Folgen reingeflogen und die Bewertung ist noch nicht da. Wir haben es ganz genau gesehen. Wir wissen es, dass du es nicht getan hast. Deswegen lass jetzt 5 Sterne da, sonst haben wir auch bald kein Studio mehr. So, jetzt kannst du ja mal, sag mal. Was soll ich denn sagen? Ja, sag doch mal, was haben wir denn heute hier so Schönes vorbereitet? Leute, heute ist ein wunderschöner Tag, weil heute haben wir einen neuen Gast hier. Einer, der vielleicht nicht immer ganz der Bravste war und deswegen heute ein bisschen nachsitzen muss. Ja, magst du dir mal vorstellen für die Leute, die ich vielleicht noch nicht kenne? Was geht ab? Ich bin Tim, mache auch ein bisschen Social Media, ein bisschen TikTok. Deswegen wurde ich, glaube ich, eingeladen, weil sonst die mich weiter, glaube ich, nicht so gerne. Ja, du bist ja bei mir, drum mögen. Wegen der Reichweite. Ist ja klar. Deutschlands schönster TikToker sitzt hier bei uns. Ich glaub's nicht. Mann, ich werde rot, hör auf. Ich bin auch rot geworden, du musst mich gar nicht treffen. Also, das ist nicht mein Dich. Ich so, Jenny. Klar, wie meinst du sonst? Ja. Wo redest du so nett zu mir? Ja, hör mal. Ey, nein, er ist hier. Schön, dass du hier bist. Ey, ja. Ich freue mich so krass, dass du mich eingeladen hast. Ich bin echt maximal nervös, Freunde. Echt? Aber
Echt, jetzt brauchst du nicht so tun. Er hat gerade ungefähr 20 Mal vor der Folge gesagt, Leute, ich bin aufgeregt. Ja, aber das war ja natürlich auch ein Cam. Ja. So, echt? Echt? Ich habe meine eigene Stimme gehört, ich dachte mir, ich will wieder rausgehen. Du hast noch nie im Internet so richtig gesprochen oder so, ne? Ja, manchmal für Kooperationen und so habe ich schon mal geredet. Aber so auf TikTok gar nicht? Doch, auch so Get Ready und so, aber nicht so, ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, so, okay, ich rede jetzt mit euch. Ja. Gab's noch nicht. Aber doch, TikTok-Livestreams. Ja, okay, Livestreams. Ja. Okay. Ja, das ist aber auch erst später angefangen. Aber hast du auch später ja, angefangen, genau, ne? Später. Das war auch erst kam später dazu. Und auch nicht regelmäßig, so ab und zu, wenn ich schon gesagt habe, okay, cool, oh, okay. Bockt schon, ne? Da geh ich immer rein, ärger dich ein bisschen. Ja, stimmt. Ich war mich auch am Anfang, weißt du? Ja. Immer in der Dusche, Jerry, und ey, das ist meine Leidenschaft. Das diese TikTok-Livestreams machen Spaß. Ja, macht ohne mal. Machen wirklich Spaß. Geben dir was zurück, ja, 100%. Kollege. Ja. Wann hast du TikTok eigentlich angefangen? Weil Boah. Dann ging es ja auch, also man muss ja ehrlich sagen, es ging von dir gefühlt von heute auf morgen auf einmal Fame. Ja. Das war so, ne? Wirklich Überforderung des Grauens. Ja, ich glaube vor knapp 2 Jahren. Ich hatte mal eine halbe oder ein Jahr Pause, weil ich dann eine Freundin hatte und ich dachte so, also ich habe es von mir selber gesagt, so, okay, passt nicht so richtig, ich will so, ich konzentriere darauf und so. Und dann ging es langsam wieder zu Ende und dann habe ich wieder angefangen. So, ich merke gerade, jetzt läuft schlecht. Boah, jetzt mal wieder so ein TikTok-Sound wäre auch nicht schlecht. Es war wirklich gar nicht von ihr aus, weil ich war so, ey, ich will das nicht so. Und dann. Aber ja. du hast TikTok quasi, also so Corona-Produkt? Ja. In der Corona-Zeit ja, auch ja, angefangen? Also davor war dieses so, da hatte ich glaube ich 50 bis 80.000. Und dann diese Pause und dann habe ich nochmal angefangen und dann bam, Corona-Zeit. Das war total. Es gibt auch viele Accounts, die da explodiert sind. Aber ja. Glaub, ne? Jetzt sitzt er hier. Das jetzt ist nicht hier. Ist er. Aber wie kam es damit klar? Also, das war ja Chaos für Anfänger, Staffel 2. Jetzt mal ehrlich. Also, ich denke, so stelle ich mir das immer vor, wenn das von heute auf morgen, also, es war ja gefühlt von heute auf morgen, es war ja trotzdem ein bisschen Zeit dazwischen. Ja, klar. Aber es war ja so,